Hey, was geht ab? Mein Name ist Manuel González. Willkommen auf meinem Kanal und ich möchte mit dir heute über etwas reden, was natürlich elementar wichtig ist, nämlich wie du es schaffst, niemals wieder zu prokrastinieren und deine Disziplin sofort zu verdoppeln, indem du einfach nur 3 Minuten lang was machst. Wenn du wissen willst, wie, bleib dran. Wahrscheinlich kennst du das selbst von dir auch. Ich kenne das selbst von mir und vor allem von damals, wie es noch war, bevor ich mich so viel mit Selbstentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, nämlich die gute alte Prokrastination, die Aufschieberitis, die dazu führt, dass man sagt, ja, ich weiß, ich sollte jetzt noch dies oder das machen, aber ich mache das einfach morgen. Und was wir da machen, ist, dass wir, darüber hast du wahrscheinlich genauso wenig drüber nachgedacht wie ich damals, dass wir das Zukunfts-Ich und das Gegenwarts-Ich unterscheiden. Heißt, dass wir aus irgendeinem Grund glauben, dass wir jetzt ein anderer Mensch sind als später, beziehungsweise später ein anderer Mensch sein werden als jetzt. Denn dann würde das ja Sinn ergeben, dass wir das später machen, weil dann geht's ja leichter, weil dann sind wir ein anderer. Und der Grund, warum das so ist, warum wir unterscheiden zwischen dem Gegenwarts- und dem Zukunfts-Ich, ist schlichtweg, dass wir in der Gegenwart unsere Emotionen nachvollziehen können. Das heißt, während du jetzt hier sitzt, dieses Video schaust, weißt du ungefähr, wie du dich fühlst. Aber du weißt nicht, wie du dich morgen fühlen wirst. Das heißt, du spekulierst darauf, dass du dich morgen gut fühlen wirst. Soweit wahrscheinlich erst einmal nichts Neues. Das Problem, was jetzt aber passiert ist, ist, dass das ein emotionales Verhalten ist. Und ein emotionales Verhalten zu kontrollieren, ist immer auch ziemlich schwer. Das heißt, was du versuchen möchtest, ist, dass du einen rationalen Rahmen für ein emotionales Verhalten schaffst. Und das ist relativ einfach in dem Kontext. Erst einmal möchte ich mit dir aber noch über ein Experiment reden, wobei Forscher 2 Gruppen gegeneinander getestet haben. Nämlich die eine Gruppe, die jetzt einen bestimmten Betrag spenden sollte und eine andere Gruppe, die in 2 Monaten einen bestimmten Betrag spenden sollte. Und was die Forscher erstaunlicherweise herausgefunden haben, ist, dass die Gruppe, die in 2 Monaten spenden sollte, die hat sich dazu entschlossen, 30% mehr zu spenden. Und das liegt schlichtweg daran, dass sie in ihrem Zukunfts-Ich gedacht haben. Sie haben also nicht daran gedacht, ja, ich bin in 2 Monaten immer noch ich, sondern sie haben gedacht, ich bin in 2 Monaten ich und dann bin ich super und dann spende ich 30% mehr. Sie haben natürlich sich nicht vorgenommen, 30% mehr zu spenden, aber sie waren eben entspannter damit, mehr Geld herzugeben. Das liegt einfach daran, dass wir, wie gesagt, unser Zukunfts-Ich immer als viel besser einschätzen als unser Gegenwarts-Ich. Der Fakt ist aber, dass wir, wenn wir in einer Woche in der Zukunft sind, ungefähr die gleiche Person sind wie heute. Das heißt, das aufzuschieben auf nächste Woche macht rein logisch gar keinen Sinn. Was ist jetzt aber, was du machen kannst, um einen rationalen Rahmen zu schaffen, indem du dieses emotionale Verhalten einfach wegwischst? Das ist relativ einfach, denn Forscher in Hamburg haben gesagt, Mensch, dieses Aufschieben, das ist doch Kacke. Wie kriegt man das jetzt hin? Und haben einen Test gemacht, der unfassbar simpel, aber unfassbar effektiv ist. Und das ist schlichtweg, dass sie eine Gruppe Menschen genommen haben und gesagt haben, stell dir mal vor, wie du nächste Woche einkaufen gehst. Und in diesem Studienverhältnis, in diesen Umständen hat sich dann ergeben, dass diese Menschen, die sich vorgestellt haben, nächste Woche einkaufen zu gehen, wesentlich weniger prokrastiniert haben, weil sie gemerkt haben, okay, nächste Woche, wenn ich einkaufen gehe, dann bin ich genau der Typ, der ich heute bin, wenn ich einkaufen gehe, weil man hat sich ja in dieser Situation gesehen auf einmal und hat gemerkt, man ist ja genau der Typ, der man heute auch ist. Das hat dann dazu geführt, dass sie gesagt haben, scheiß drauf, dann mache ich es einfach jetzt sofort. Und dann haben eben auch wesentlich mehr Leute das gemacht, was sie eigentlich machen wollten, statt es erst morgen oder nächste Woche zu machen. Deswegen also der Tipp an dich, nimm dir einfach mal bis zu 3 Minuten Zeit, um dich mal hinzusetzen und zu überlegen, wer du nächste Woche sein wirst. Wenn du das zum Beispiel einmal pro Woche machst oder speziell dann, wenn du gerade etwas aufschiebst, dann wirst du feststellen, dass dein Gehirn versteht, okay, ich bin nächste Woche immer noch ich, also kann ich es auch jetzt machen. Das wird auf jeden Fall ziemlich awesome und ich bin sicher, dass du damit auch auf jeden Fall die Erfolge haben wirst, die es auch in meinem Umfeld gibt. Schreib es mir gerne auch mal in die Kommentare und ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Bis dahin, klick doch ruhig auf den ersten Link in der Infobox, denn dort geht es zum Mentoring mit mir und das wird ziemlich gut, denn ich nehme nur relativ wenige Leute an, aber die, die ich annehme, die machen auch so viele Erfolge, dass es sich rechtfertigt, warum ich nur so wenige annehme. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao. I got the flow, I got the hoes. I just be copping what nobody knows. Rick, you can trust me, I've heard that before. Fucked up on Henny, I'm out of control. I'm out of my mind, you're wasting my time. I say what I want, I got bread for the fine. I work to be cocky, I work for my shine. Your girlfriend ain't fuck me, you know she be lying. The come up is real, I go for the kill.